Das Gewicht der ausgewachsenen Esche beträgt etwa 500 bis 1500 Gramm. Die Länge der ausgewachsenen Esche liegt in der Regel zwischen 30 und 50 cm. Besonders große Exemplare können bis zu 3000 Gramm schwer und bis zu 60 cm lang werden. Auffälligstes Merkmal der Esche ist die große Rückenflosse sowie auffallende im Verhältnis zur Körpergröße große Rundschuppen. Diese Rückenflosse, die sogenannte Eschenfahne, ist bei den männlichen Eschen stärker nach hinten ausgezogen als bei den Weibchen. Mit ihr imponieren die Männchen während der Laichzeit und legen die Rückenflosse beim Laichen über den Rücken des Rogners. Bei der arktischen Esche, die auf dem nordamerikanischen Kontinent bis Montana und in Nordostasien vorkommt, ist der hintere Teil der Rückenflosse sogar bis an die Fettflosse verlängert. Die Eschen laichen im Frühjahr oder im Frühsommer auf seichten Kiesbänken. Die Larven bleiben zwischen den Steinen verborgen, bis ihr Dottersack aufgebraucht ist. Durch das massive Auftreten des Kormorans ist sie in den Voralpenflüssen bedroht.